guten Morgen. Ja, nur mal zu zeigen, dass man als Radreisender nicht nur daumen muss. Wir genehmigen uns heute auf dem Campingplatz ein sehr üppiges Frühstück. Und das ist ganz nett hier in so einem Gemeinschaftsraum. Finde ich persönlich klasse. Ja, guten Morgen, liebe Radfreunde. An unserem 10. Tag auf unserer Fahrradtour von unten links nach oben rechts. Wir sind das erste Mal jetzt in Tschechien auf dieser Fahrradtour im Campingplatz und Ort Babylon angekommen. Und wir scheinen Glück zu haben, denn die Sonne kommt raus und wir werden das erste Mal auf dieser Fahrradtour das Zelt trocken einpacken können. Das sieht hervorragend aus. Wir haben gute 100 Kilometer bis Pilsen vor uns. Das wollen wir heute schaffen. Und ich sag's schon, wir genehmigen uns hier ein sehr üppiges Frühstück. Wir haben Zeit, sind sehr früh wach geworden. Und was ich an diesen tschechischen Campingplätzen, die ich bisher kenne, total genial finde, die sind zwar vielleicht manchmal ein bisschen einfach gehalten für irgendwelche Standards, aber ich finde die total praktisch. Ich finde, jetzt gibt es einen großen Gemeinschaftsraum im Freien, da können wir frühstücken. Sanitär ist ausreichend, könnte vielleicht ein bisschen besser sein, aber man kann sich hier säubern. Und vor allen Dingen, die Stimmung ist richtig klasse hier. Wir haben gestern Abend noch lange so einem Gitarrespieler gelauscht. Die Leute haben gesungen, haben sich dazu getroffen vor dem Bierausschank. Nebenbei schmeckt dieses Bier ganz hervorragend. Und ich glaube, wir haben alles richtig gemacht auf unserer Fahrradtour. Jetzt wollen wir erstmal in Ruhe frühstücken, danach geht's los und unterwegs erzählen wir euch wie immer was zur Fahrradtour. Genau. Verstaut, verschnürt, verpackt. Und jetzt ist kurz nach 9 und jetzt gehen wir los. Wir haben ausgiebigst gefrühstückt. Und das ist immer wieder erstaunlich, wie sich doch das, was man ausgepackt hat, wieder einpacken lässt und verdünnisieren lässt. Ja, kurz nachdem wir losfahren wollten, haben wir festgestellt, dass Stefans Hinterrad keine Luft mehr hat. Und ich habe intelligenterweise genau den Schlüssel vergessen, der das Hinterrad löst. Also wie man so blöd sein kann, aber es ist nun mal passiert. Auf dem Campingplatz konnte erstaunlicherweise auch keiner helfen, weil der 16er Schlüssel nicht auffindbar war, den die da haben. Auch keiner von den anderen Campern. Jetzt haben wir mit meiner kleinen Reiseluftpumpe erstmal notdürftig Luft draufgepackt und fahren in den nächstgrößeren Ort, je nach welcher ist Domalice, wenn ich es richtig ausspreche. Und hoffen, dass dort uns jemand beim Lösen das Hinterrades helfen kann. Vielleicht finden wir da so einen Fahrradshop oder was ähnliches. Könnte ich mich wirklich so ärgern und in den Allerwertesten beißen, aber passiert nun mal. Ja, das ist so Murphy's Law. So ein bisschen selbst verursacht natürlich. Ich habe aber dabei auch gemerkt, dass man sich mit der kleinen Reisepumpe, die ich habe, wirklich einen Wolf pumpt, wenn man einen ganzen Reifen aufpumpen will. Also muss ich noch mal gucken, ob ich da eine mit mehr Volumen finde. Ich weiß nicht, ob ich schon sagte, aber auf der tschechischen Seite wird es
Fahrradsymbol nicht fortgeführt, was wir aus Deutschland kennen, sondern es ist eine 3, so ein gelbes Schild. Domalice sind das noch 5 Kilometer und da gucken wir nach dem Fahrradladen. Ja, das sieht so aus, als wenn es ein abenteuerlicher Tag wird für uns. Vielleicht abenteuerlich, so wie die anderen auch, aber doch ein bisschen anders. Also wir haben dank Navikis Navigation eine Fahrradreparaturwerkstatt gefunden. Als wir an dem Laden allerdings waren, war nur auf Tschechisch beschrieben, dass die gerade umgezogen sind. Aber Gott sei Dank war eine Zeichnung mit bei. Und mit unserem kleinen bisschen Grips konnten wir dann rausfinden, dass die in der Nähe umgezogen sind. Den Ort haben wir jetzt gefunden. Und so sieht das gute Ladengeschäft aus. Stefan ist schon drin. Die haben das Fahrrad mit reingenommen. Und Stefan wacht wie ein Luchs über seinen Drahtesel. Und ich mache es mir jetzt hier draußen gemütlich. Der Laden heißt Ramala Bike Zentrum. Und wir werden hinterher den Daumen heben oder senken. Na, mal schauen. So. Stefan hat einen neuen Lieblingsladen in Tschechien, der nennt sich Ramala und ist kein orientalisches Kulturforum, sondern eine schnell arbeitende Werkstatt, die uns bei Stefans, also Stefan ist älter und dem ist die Luft hinten rausgegangen und das ist jetzt nicht mehr so. Also können wir weiterfahren, hat ein bisschen gedauert, aber ging dann insgesamt doch recht schnell und jetzt freuen wir uns, dass wir weiterradeln können, jetzt suchen wir wieder den Radweg. Ja, und was das Beste ist, nicht nur, dass es schnell ging, sondern wir haben auch einen passenden Maulschlüssel für gratis geschenkt bekommen. Wahrscheinlich hat Stefan schon mit der kleinen Reparaturrechnung bezahlt. Es waren 5 Euro in die Hand. Alles gut, überschaubar. Und wir sind jetzt gewappnet und können jetzt mit dem richtigen Werkzeug demnächst selber loslegen und werkeln. Böse Wolken, buh. Ja, das passiert also, wenn man mit Tempo 45 und mehr bergab fährt und hoffentlich daran denkt, den Mund fest zusammenzupressen. Also, die Insekten fliegen tief. Jo, der Fahrbahnbelag, der wechselt durchaus. Jetzt sind wir noch 5 Kilometer von Nemčice entfernt. Eben hatten wir einen recht steilen Anstieg bei nicht so gutem Untergrund. Sand und Splitter sind die Fahrräder teilweise eingesunken, da mussten wir schieben. Aber ansonsten waldreiche Gegend. Ich finde das sehr, sehr schön zu fahren. Jetzt schön asphaltiert. Da kommen wir wieder gut voran. Ja, die Straßenqualität ist nicht wirklich dolle hier. Zeitweise ganz gut. Und dann ganz schön rumpelig zu fahren. Aber auch rasante Abfahrten. Also ein gewisser Nervenkitzel ist dabei. Durch Nemčice
sind wir jetzt fast durch. Also wir denken, so wie es hier riecht, stellen sie hier Teer her. Mein lieber Schwan, und jede Menge Lkw-Verkehr. Gott sei Dank müssen wir ja nur die Hauptstraße lang. Okay. Unser nächsten Ziel muss Holovice sein. Wir fahren auch in Richtung Viledi und ich hoffe nicht, dass wir hier hoch. Das ist mein frommer Wunsch. Och nee. Och nee. Hit. Was hilft's? Kleinster Gang rein und treddeln. So, hier hat man einen schönen Blick über eine Stadt, deren Name ich leider nicht weiß. Wir mussten das eben die Fahrräder hochschieben. Sind wir am Waldrand und wir befinden uns wohlgemerkt immer noch auf dem Radfernweg München-Regensburg, München-Regensburg und Prag. Schon spannend. Jetzt sind wir gerade am Rande einer sehr dunklen Wolke hier. Mal gucken, ob wir um den Niederschlag rumkommen. Auf jeden Fall ist es recht windig. Ich bin Profi, der kann auch runterfahren. Jo. Ein Freizeit-Mountainbiker, der sollte sich das auch überlegen, glaube ich. Ja, ihr hört an der Empörung in Stefans Stimme ein starkes Stück, was uns gerade angetan wurde. Ich gucke gerade mal, ob ich diesen Stadtnamen finde. Also ich habe gerade noch mal in einer Wiki geschaut, da heißt dieser Ort Velkepredmeski. Den habe ich im Bikeline jetzt gar nicht gefunden. An den Seiten, die ich kopiert habe, also da gibt es am Ortsausgang einen Weg, der sehr steil hochführt und der vom Untergrund aber, jawohl, ab ins Mikro, na normal. Wir sind gerade eine Steigung hochgefahren aus dem Ort Velkepredmeski, jedenfalls laut Naviki heißt der Ort so, in Bikeline habe ich den jetzt nicht gefunden. Diese Steigung ist bestenfalls mit einem Mountainbike zu meistern aus unserer Sicht und Stefan meint sogar, für Amateur-Mountainbiker ist das auch nichts, weil das ist wirklich ziemlich heftig mit Baum und Borke und Stein und Wurzel. Und also auf keinen Fall was für uns hier. Jetzt sind wir oben, gar nicht meckern, es waren so 60 Höhenmeter und wir mussten dann irgendwann schieben. Jetzt geht das weiter und der nächstgrößere Ort, wenn ich das hier richtig sehe, auf den Karten, dann ist das Horzowski-Thün oder Thun. In diesem Sinne rollen wir weiter. Da es jetzt angefangen hat, gerade zu regnen und Stefan gerade einen Schwächeanfall hatte, machen wir ihm zuliebe jetzt hier eine Pause. Er durchstöbert gleich wieder hungrig und lüstern die Vorratstaschen. Und jetzt kommt hier auch noch ein Auto zurückgefahren. Das kann ja nicht sein. Das kann doch nicht wahr sein. Na super. Schön, dass er uns einstaubt jetzt, das Arschloch. Das schneide ich nicht raus. Hier kommt uns auch noch einer. Boah, Leute, ey. Dankeschön. Sie waren bezaubernd. Dankeschön. Ja, da es gerade angefangen hatte zu regnen und Stefan enorme Hungergefühle auf einmal verspürt hatte, haben wir Stefan zuliebe eine Rast gemacht hier an dieser Stelle. Wir fahren gleich weiter, ein bisschen nieselt es noch. Stefan durchstöbert auf der Suche nach Essbarem. Erst meine Satteltaschen, da ist nichts zu holen. Und jetzt ist er endlich bei seiner Satteltasche fündig geworden und jetzt schiebt er sich bestimmt wieder kandierte Erdnüsse rein. Diese Nüsse.
sind nicht mein Eigentum. Diese Nüsse gehören einer Person, die sich mir angeschossen hat und lästig wie eine Fliege immer hinter mir herkommt. Diese Person heißt Miep und wohnt in Miep. Er verdreht die Tatsachen völlig. Es ist nicht meine Wahrnehmung. Aber wir können gleich weiterfahren. So, der nächst kleinere Ort ist Bližejov. Ja, wir haben so ein bisschen Zuflucht gesucht hier unter dieser Tanne. Weil es regnet ein klein bisschen. Es regnet ein klein bisschen, sag ich. Oh, das ist ja enttäuschend. Ja, es hat ein bisschen aufgefrischt. Ein etwas stärkerer Nieselregen, würde ich sagen. Ach schade, jetzt hatte ich gedacht, wir kriegen noch mal Action hier. Och Mensch. Also es ist schon deutlich trockener geworden. Was hältst du davon, dass wir das Zelt trocken eingepackt haben?
Ganz große Klasse. Ist das super? Ist das super? Ich glaube, das alteste Positive für den heutigen. Jetzt Action, Action, Action! Jawohl! Und nochmal! Oh, da haben wir schon bessere Sachen gesehen. Jawohl! Ja, also man macht sich ja sein eigenes beim Warten, sein eigenes Unterhaltungsprogramm. Wir warten hier noch einen kleinen Moment und dann überlegen wir mal, was wir noch so machen heute. So, wir sind gerade in Holisow angekommen, sind nochmal richtig vom Regen überrascht worden und haben die Regenklamotten viel zu spät angezogen. Wie dem auch sei, eine kleine Hürde ist genommen. Jetzt müssten es noch so 25 Kilometer bis Pilsen sein. Ob wir das heute noch angehen, weiß ich noch nicht so richtig. Bei Stefans Reifen, da entweicht hinten schon wieder die Luft. Also es muss also wirklich ein Platter sein, offensichtlich. Ja, oder das Ventil ist kaputt. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier eine kleine Werkstatt oder sowas finden. So, Pension Radek. Na, willkommen bei Paul. Ja. No? Okay. Das ist mein kleiner Freund von der Pension Radek. Bei der Pension Radek sind wir gestrandet und wir haben ein Zimmer bekommen und da geht Stefan nach oben. Denn wir haben beschlossen, wir radeln nicht weiter, sondern werden hier den Radwechsel in aller Entspanntheit machen, also den Schlauchwechsel in aller Entspanntheit machen, gucken uns den Mantel dann noch an. Dann machen wir auf dem Zimmerchen, dann können wir uns trocknen und die Sachen hochstellen. Leute, mir geht's gut. In Radek eine Pension gefunden. Vor der einbrechenden Dunkelheit. Wir reparieren gerade Stefans Hinterrad. Und ja, hier zeige ich euch mal die Pension Radek. Das ist ja ein die Pension Radek. Ein Notanker, mehr als ein Notanker. Mit total netten Gasteltern. Und ja, wir kriegen zwar nichts Dramatisches zu essen mehr heute, aber wir kriegen Pizza oder Würstel. Und dazu gibt es Bier. Da brauchen wir mehr. Und da ist mein kleiner Freund, mein kleiner Schatten, der läuft mir hinterher die ganze Zeit. So, Stefan und ich sitzen im Gästebereich, wo der Fernseher läuft, weil wir wollen uns das Halbfinale heute noch angucken, der Fußballweltmeisterschaft Belgien gegen Frankreich. Nach einem irgendwie gebrauchten Tag, fahrradtechnisch, muss man wirklich sagen, für uns beide. Wir sind beide irgendwie genervt gewesen zwischendurch und mittendrin. Also, was war los? Der Start war total super mit einem fantastischen Frühstück. Wir konnten unser Zelt trocken einpacken und dann rissen also die negativen Sachen ja nicht ab. Stefan hat irgendwann Platten gehabt, den wir mangels ausreichendem Werkzeug nicht reparieren konnten selber. Wir hatten scheiß Wetter. Es hat immer dann geregnet, wenn wir Steigungen zu bewältigen haben, gefühlt. Und wenn wir dazu noch, Entschuldigung, das Wort, beschissene Untergründe hatten. Wir mussten also häufig im Regen die Sachen hochschieben. Alles in allem war es ziemlich durchwurstelt. Und wir haben gebracht 55 Kilometer. Und als wir dann wieder mal durchnässt waren bei strömendem Regen, haben wir die Schnauze voll gehabt und sind in Radek in eine Pension eingekehrt und haben die Sachen, die der Fahrradhändler, die Fahrradwerkstatt, die wir da beansprucht haben, überhaupt nicht richtig gemacht hat, haben wir es endlich selber auf der Reihe gekriegt. Wir haben selber den Schlauch gewechselt. Ich hoffe, das war soweit okay. War ein bisschen Fusselarbeit,
habe ich für mich persönlich live das erste Mal gemacht. In der Theorie wusste ich, wie es geht. Und wir sind hier in einer netten Pension. Entschuldigen, Firmenchefin ist da? Ist da, ja, ja. Und wir, okay. Kein Problem. Und wir fungieren auch als Auskunft hier, als Gebietsfremde für die anderen Gäste. Toll ist, dass es hier leckeres Bier gibt. Sehr, sehr lecker. Wir kriegen gleich noch ein nettes Drumherum. Stefan hebt dramatisch im Hintergrund, das ist eine Flasche Koselbier. Koselbier ist sehr zu empfehlen, ist tschechisches Bier. Es gibt eine super Variante, ich trinke gerne sehr, sehr dunkles Bier. Kosel ganz in Schwarz, schmeckt sehr, 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 sehr lecker. Und wir werden den Abend hier ausklingen lassen. Geschafft haben wir, wie gesagt, überhaupt nicht das, was wir wollten. Wir wollten hinter Pilsen kommen. Wir sind, ich schätze mal, 20, 25 Kilometer vor Pilsen, vor dem Campingplatz, den wir haben wollten. Wir hängen also deutlich hinterher. Das werden wir morgen auch nicht aufholen. Von daher wollen wir aber trotzdem weitermachen auf diesem Radweg, den wir da zu bewältigen haben. Also wir werden weiter Richtung Pilsen und Prag fahren und gucken mal, wo wir morgen dann landen. Euch wünschen wir einen schönen Abend und hoffen, dass ihr morgen wieder mit dabei seid. Macht's gut, Leute. Tschüss. So sieht es aus, wenn Stefan keinen Hunger hat. Sonst isst er viel mehr. Wir fangen morgen mit der... Also die Würstchen sind nur zur Zierde da. Ich esse mich von hier um diesen Tellerrand herum und lasse die Würstchen drauf, denn ich ernähre mich... Fleisch los. Ab wenn der Foto aus ist. Und hier sind Kartoffelpuffer. Da waren 8 Stück drauf. Stefan hat schon 5 gegessen. Und die stehen mir zu. Hier sind ganz ungesunde Weißbrot-Lebensmittel. Das ist ganz lecker.